Ja, ich meine, es ist ja auch wahr. Ich fühle mich so als Relikt einer untergegangenen Epoche, wenn ich heute den Kindern erzähle, wie meine Kindheit war. Ey, wir hatten kein Handy, wir hatten keinen Computer, wir hatten kein Internet. Die Kinder gucken mich an und sagen, Papa, warst du ein Ossi? Ja, wenn ich heute mal früh aufstehe, dann frage ich mich auch, ist das noch Tatendrang oder schon eine senile Bettflucht? Früher bin ich Frauen hinterher gejagt, heute suche ich meine Lesebrille. Ja, und ich gebe es auch ganz offen zu, ich werde bei einer Weinprobe leidenschaftlicher als beim Sex. Ja, Weinproben kommen bei mir auch deutlich häufiger vor. Ja, Wein ist einfach leichter zu kriegen. Und beim Weintrinken, da weiß man ja, wie es geht. Also kann man sicher sein, dass es zum gewünschten Ergebnis führt. Außerdem, wenn ich mal eine Frau in meinem Alter sehe, denke ich doch längst nicht mehr, wow, die ist bestimmt eine Rakete im Bett. Da denke ich, hey, die macht bestimmt einen leckeren Hefezopf. Würde ich jetzt bei den anwesenden Damen nie denken. Da würde ich denken, hey, die macht bestimmt einen leckeren Marmorkuchen. Ja, und wenn ich das nochmal 5 oder 10 Jahre weiter denke, irgendwann ist da auch der Satz, ich mach mich nackig für dich, eine mittelschwere Drohung. Wer möchte meinen Striptease sehen, wenn da nicht nur die Hüllen fallen, sondern konsequenterweise auch die Arschbacken? Außerdem bin ich mittlerweile auch ständig beim Arzt, weil mich sonst keiner anfasst. Nein, weil es überall wehtut. Ja, und der Arzt, der sagt, ich meine, früher hat er zu mir gesagt, Sie müssen sich mehr bewegen. Ja, heute hat er für mich jetzt schon eine CD aufgenommen. Da ist er mein Drill-Instructor. Und sagt so, wenn du jeden Tag 2 Liter Wasser trinkst und dazu noch 7 Stücke Obst verschlingst, 600 bis 700 Kalorien dabei verbrennst, dass du schnell wie ein Bekloppter durch die Grünanlagen rennst. Alles nur deswegen, weil du heimlich danach strebst, dass du 20 Jahre länger als dein blöder Nachbar lebst. Dann kannst du es schaffen, dass du 20 Jahre Lebenszeit gewinnst, aber 30 davon mit Joggen verbringst.